Hallo und herzlich willkommen. Der Lückenlehrer jetzt? Ja, der steht hier unten und unterbrich mich nicht immer. Hallo und herzlich willkommen. Hey, die du hast jetzt Sendepause, Knirps. Kommt. So, darf ich es jetzt nochmal versuchen? Ne? Ich wollte euch herzlich begrüßen auf zu der grünen Insel. Let's play the Night of the Rabbit. So, jetzt rede ich. Schluss ist hier. Was will der Dreikäse hoch da ein? Mit mir, Elfer von Studio 5 und mit Jerry Haselnuss, ist dem launischen dem Wetter ersten doch eh nicht Steinflüsterer auf dem am Ohne Platze. Hoch, verkühle ich mir da drüben doch meinen süßen und diesem Kling. Vorlauten kleinen grünen Gnomen, der da oben da auf dem Baum steht und wo wir eigentlich hin wollten. Ja, ich kann mich entsinnen, dass man im Rathaus, wir können ja hier ins Rathaus flitzen, dass man im Rathaus auf eine Empore kam. Ich weiß nicht, ob wir dann da vielleicht weiterkommen, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Also ganz, ich habe, was war das denn? Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht so, aber, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns hier aufhalten dürfen, so, ne? Psch. Ursula Eule, die schläft und ich glaube, der Herr Konrad schläft auch. Allerdings mit offenen Augen, naja. Gehen wir mal da hoch. Ne, da, genau, da hoch. Was ist denn da? Nur staubige alte Papiere. Sag bloß. Was machst du jetzt? Nee. Gucken wir. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Aha. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Hm. Wenn das so wäre, das wäre ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ich trinke hier gerade so einen schönen Kaffee aus dem schönen Café. Ihr wisst schon, aus dem Stadtcafé. Nur staubige alte Papiere. So. Und da. Sowas habe ich nämlich erwartet. Da geht es tatsächlich wohl weiter. Wir gucken mal, wo wir da hinkommen. Den Fall zahlt ihr ja nach oben. Und jetzt bin ich frohen Mutes. Geht doch. Da ist er ja. Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Da ist er. Und kalt ist es auch. Ja, das sagte der Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Wow! Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön! So, und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würden wir da auf den Ast rüberkommen. Versuch mal. Uiuiui, gewagt! So, kannst du ihn jetzt ansprechen? Ist dir klar, wie lange ich gewartet habe? Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe! Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Huch. Der das mit den Wünschen wohl ernst meinte? Na nu! Schon wieder so ein Portal. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh, sieh an, sieh an. Oh, wir kriegen einen Tagebucheintrag. Hagel, Regen und Nebelschwaden.
Zumindest hörte sich das gerade so an. Käse hoch, der mir nichts, dir nichts, den Hut stiebitzt. Verkehrte Welt, das kann nicht sein. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. Fast niemand, nicht wahr? So, ja, als erstes gucken wir mal durch unsere Münze, würde ich vorschlagen. Magische Münze. So. Aha, okay. Dann wollen wir uns erstmal umschauen. Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Ja, das machen wir gleich. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Machen wir gleich, wenn wir wissen, wo wir hier sind. Das sieht echt schwer aus. Mhm. Steht denn da nichts drauf? Könnte so ein Wegkreuz oder sowas sein? Jetzt haben wir hier einen Turm. Verwitterter. Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Hm. Da könnte man sogar reingehen. Ein Turmfenster. Also da reingucken. Ich kann nichts sehen. Ach. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Aha. Jo. Also man Hagel, Regen und Nebelschwaden. Könnte reingehen. Ich glaube, sonst gab es ja nichts zu gucken. Ne? Ein Dreikäse sieht nach Regen aus. Mir nichts, hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Das kann nicht sein. Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Na gut, dann wollen wir den mal erlösen, den grimmigen kleinen grünen Mann. Einmal die Nummer 40B, übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Setz Großväterchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Ich weiß ja nicht, wo du dein Kleeblatt hast. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nenn mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Oh, was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Pünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Och, aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... So, dann wollen wir mal gucken. Also eigentlich wollen wir ja, Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Genau. Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Aber ich... Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Ja, das geht, glaube ich, alles irgendwie nach hinten los, ne? Ja, natürlich wollen wir, dass man uns mag, wenn man uns anschaut, ne? Aber er wäre natürlich jetzt gerne mit seiner Ausbildung endlich Wünsche fertig. Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klebt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart.
Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt, du mieser Mückennährer. Tja, was von beiden nehmen wir jetzt? Denk mal. Oh nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan, dein dritter Wunsch. Mamma mia. Oho. Was haben Sie mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart? Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Und diese Schnurrbarte juckte ganz fürchterlich. Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht der ratzfatz nach hinten los. Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Ups. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? So, jetzt haben wir unseren Tagebucheintrag. Mal gucken. Wo ist denn dieser Herr O'Donnell jetzt schon wieder abgeblieben? Tja, das haben wir uns auch gefragt. Da wir jetzt auf der Insel festsitzen, so nicht wieder zurückkommen, müssen wir einfach hier weitermachen. Hilft ja nichts. Tja. Können da ja nicht zurück, ne? Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Ja, versucht haben wir das ja schon. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Ah. Käse. Gehen wir mal da rein. Geh mal gucken, Jerry. Du könntest natürlich... Haha, eine Idee habe ich noch. Gehen noch mal kurz raus. Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Gehen wir noch mal kurz raus. Und sprechen mal hier mit dem Kreuz. Das ist ja wohl aus Stein. So, Zauberspruch. Felsflüstern. Kreuz. Hm, da flüstert wohl nichts. Nicht? Und der Turm? Hm, da flüstert wohl nichts. Na nu, das ist doch aus Stein. Na gut, dann gehen wir wieder in den Turm. Juh. Das sind aber doch alles Steine hier. Flüstert hier irgendwas mit mir? Nüscht. Nix flüstert mit mir. Ein Zarev. Wie ist das denn hierher gekommen? Ein Zarev-Poster? Das ist doch wieder dieser Zarev. Wieso sehen wir überall diese bescheuerten Poster? Merkwürdig, als ob der uns verfolgt. Oder verfolgen wir den? Ich weiß ja nicht. Verregnete Grüne. Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Ja. Eine alte Flagge. Diese Flagge riecht nach Hund. Einfach mal woher einstehen. Weiß ich das? Keine Wir Ahnung. Haben doch gar keinen Hund. Das ist gut. Eingepackt. Dann zeig uns das. Mal gucken wir uns mal an. Diese Flagge riecht nach Hund. Woher weiß ich das?
Wir haben doch gar keinen Hund. Ja. Halt. Zurück. Wir befragen mal unsere Münze. Da ist er ja. Ach. Entschuldigung? Bei St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Balg? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da braucht ihr schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Okay. So. Jerry hat seinen ersten Zauber gelernt und kann nun mit dem Felsen flüstern. Ja, das wussten wir aber schon. Das geknickte kleine Männchen. Geknickte kleine Männchen, Männer zaubern nicht. Okay, das haben wir gelernt. Und er will etwas Glänzendes. Wie könnte es anders sein? Haben wir was Glänzendes? Die Trophäe. Magst du die Trophäe haben? Geh doch mal weg. Wie wär's damit? Krächzender Hafen, aber nein! Ich will doch nichts geschenkt haben! Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Und wo soll ich's verstecken? Also, das ist wirklich kompliziert mit dem Burschen. Ja, ich glaube, darüber müssen wir uns dann nochmal Gedanken machen. Ich spreche ihn noch einmal an, aber ich denke, beim nächsten Mal... Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Ja, wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Also kein Regenbogen. Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kind. Ja. Da sagt er genau das Gleiche nochmal. Okay. Da bin ich jetzt etwas ratlos, muss ich gestehen. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Ah ja, du hast tatsächlich... Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Ja. In der Tat. Hast also tatsächlich was gelernt. Klempnerhandwerk. Wenn es mit dem Zauberern nicht klappt, dann... Jo. Ja, es bleibt ja eigentlich nur das, was wir jetzt hier im Rucksack haben. Wir sollen ihm das verstecken. Können wir das in die Flagge irgendwie wickeln? Der alte Lappen ist nicht mehr für viel gut. Und was meinst du dazu? Das Portal ist fest. Schade, ich dachte, der quakt jetzt einfach. Macht er nicht. Ja, wie ihr seht, sehen wir nichts. Wir sehen beim nächsten Mal weiter, wenn es hier wieder heißt Let's Play The Night of the Rabbit mit Jerry Haselnuss und dem fiesen kleinen grünen Kobold. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.